Willkommen zurück zu Destroy All Humans. Beim letzten Mal haben wir die erste Mission abgehandelt. Und jetzt hatte ich überlegt, ne, mache ich das hier, ne? Ort freigeschaltet, Turnip Seed Farm, aber das wäre quasi mehr oder weniger das, was wir jetzt schon hatten, quasi diesen Bauernhof. Das heißt, wir gehen weiter zur neuen Mission. Earth Woman. Ah, delicious. Also, Erdfrauen sind lecker. Das wird schon. Wie lecker sind die denn? Erdenfrauen sind Sahneschnitten. Ja, meinetwegen kann man es auch so übersetzen. Ist in Ordnung. Gut. Sind wir schon fertig geladen? Wenn man eine PlayStation 5 hat, dann ist die Ladebildschirm von PlayStation 4 manchmal so gewöhnungsbedürftig. Ja, ich spiele jetzt auf PS5. Ist halt dafür nicht optimiert. Tja, kannst du nichts machen. Ist halt, wie es ist. Crypto, ich sehe eine Horde Menschen vor dir an einer Art heiligem Versammlungsort. Das ist der Plan. Du mischst dich unter sie, findest einen hilfsbereiten Menschen und führst ihn zurück zu deinem Schiff zum Verhör. Verstanden? Verstanden. Okay. Polizei darf nicht alarmiert werden. Okay, das Augensymbol zeigt dir an, ob ein Mensch in deine Richtung schaut oder nicht. Ein blaues Symbol bedeutet, dass du noch getarnt bist oder nicht bemerkt wurdest. Die Alarmstufe wird nicht steigen. Das Augensymbol leuchtet auf, wenn ein Mensch einen Außerirdischen oder seine Taten sehen kann. Wenn die Anzeige rot ist, kannst du den Anstieg der Alarmstufe verhindern, indem du menschliche Zeugen ausschaltest. Die Anzeige wird gelb, wenn Zeugen entkommen, was die entsprechende Alarmstufe auslöst. Die erste Stufe erhöht nur die Aufmerksamkeit der Menschen, während höhere Stufen gefährlich werden können. Bleibe bei Schleichmissionen unter der angezeigten Grenze oder die Mission wird ein Fehlschlag. Senke die Alarmstufe, indem du erst die Sichtlinie unterbrichst und dann versteckt bleibst oder Holobob aktivierst. Crypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen, Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Okay. Gut. Setze Aufmerksamkeit ein und. Ja, okay. Also, das hier, ja? Okay. Vergiss nicht, dich zu tarnen, Crypto. Du bist nicht gerade unauffällig. Okay. Kann jetzt Holobob machen. Das heißt, ich kann mich verkleiden als ein Mensch. Setze die Holobob-Fähigkeit ein, um eine holographische menschliche Verkleidung anzulegen. Das menschliche Ziel verharrt dabei unsichtbar und reglos. Das Durchführen von Cortex-Scans an Menschen verlängert die Wirkungszeit von Holobob. Holobob wird zusammenbrechen, wenn die Fähigkeit nicht regelmäßig aufgeladen wird. Holobob wird gestört, wenn du mächtige mentale Fähigkeiten, Waffen oder andere aggressive Aktionen einsetzt. Holobob wird dann schneller aufgebraucht und Krypto wird kurzzeitig enttarnt. Holobob wird durchschaut, wenn Menschen seine Aktivierung oder Störung sehen können. Schalte die Zeugen aus, wende Vergessen an oder entkomme, um Holobob zu Jetzt, wo reaktivieren. die Tarnung steht, solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Okay, Holobob ausfrischen. Okay. Wie ist die Gedanken einer mit. Oh, hier kann ich nicht. Nö, geht nicht. Okay. Dann müssen wir uns schnell bewegen. Und hier. Bill of Rights. Wer braucht das schon? Ich heiße Bill und ich habe einen gewissen Reiz. Okay. Ich nehme das mal so zur Kenntnis, würde ich sagen. So, das alles könnte ich hier in die Luft heben, aber ich lasse es. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, den wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Ich scanne sie alle. Onkel Stanley stand heute Morgen aber ganz schön neben der Spur. Vielleicht sollte ich Miles anrufen. Ja, zum Fragezeichen im Kopf. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein, aber schau dir diese Melonen an.
Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Wunderbar. Also das meinen Sie mit im Heu rumtollen? Schien mir jetzt nichts Besonderes zu sein. Wasserpistolen, die dem Blauen in den Mund schießen. Ich hab mein Busticket. Hollywood, ich komme. Das wird mein großer Durchbruch. Die sind alle nicht sonderlich intelligent, hä? Zusammen. Sind Außerirdische hier. Und die bringen mich in das ewige Paradies. Alles klar. Das ist eine tolle Truppe von Mädels. Wer bist du denn? Politiker? Ja, ja, der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla bla bla. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können, Zeit mit der sexy Miss Rockwell zu verbringen. Ja, ja, wie Eiweißkörper aus dem urzeitlichen Schlamm. Ein Muster bildet sich. Es kenne noch mehr Menschen, Crypto. Ich bin dabei, da vorne ist noch eine. Der Typ. Ich will Miss Rockwell heiraten, aber stattdessen sitze ich hier, Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Okay, dann scannen wir jetzt diese Miss Rockwell. Die ist da vorne, ja? Ich bin Königin, endlich! Wenn Mama mir noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Okay. Okay, Crypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast, und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu... Untersuchen und vaporisieren. Nein, um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus, nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Okay. Das kann ich. Pflanze einem mickrigen menschlichen Hirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Okay. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Mhm. Komm doch mal mit, Schätzelein. Das wird schon irgendwie. Ich muss hier vielleicht nur eventuell... Wo ist der Ausgang? Yeah, Kacke. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Genießt das Fest. Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz. Der ist eine Todesfalle. Sagt Amos, doch mein muss Körper sagt... weiter. Füße bringen mich um. Verdammte Absätze. Ein Mutantenschwein. Mist. Einmal falsche Taste gedrückt, ne? Kommunist! Er kam aus dem All. Verdammt. Ich bin kein gutes Alien. Kannst du die einfach alle töten? Crypto, was machst du denn da? Zurück in Reichweite mit dir. Verdammte Nachbarskinder. Ich bin ja schon dabei. Okay. Oh, cool. Ein Hirn. Nehmen wir das mal mit, ne? Wollte eigentlich nur die Gedanken lesen. Hab dann unten auf die Zeichen geachtet. Oh, was war? Nix war. Ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Oh nein. Denken. Einfach lächeln und ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die in einen dunklen und geheimnisvollen Wald gehen, passiert nie etwas. Mhm. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein Auto ist irgendwie größer geworden und runder und irgendwie unter... Mein Auto ist irgendwie größer geworden. Oh Gott. Es gibt solche Menschen. Und langes, welliges Haar wie Libera. Moment mal. Wo bin ich?
Das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh oh. Was geschieht mit mir? Oh Gott, bitte nicht. Oh bitte, das kitzelt. Zeit für die Sonde. Oh ja, genau da. Nicht aufhören. Oh, das fühlt sich wunderbar an. Oh oh. Ich bin lieber für Menschen ausgeben. Klappt immer. Okay. Beeilung, Crypto! Die Polizisten sind unterwegs. Ab in dein Raumschiff! Ja, ja, ich gehe. Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. Okay. Okay. Extraterrestrische! Ja, korrekt. Extraterrestrisch. Schönes Wort für Außerirdische. So. Zerstöre Gebäude mit Entführungsstrahl. Ob ich das kann, ich weiß ja nicht. Alle gerade auf. Ist schon besser als zu Fuß gehen. Och komm, ernsthaft. Krieg die Gebäude nicht angehoben, ne? Halt, zerstören wir halt alles. Ich bin ja nicht so. Vor allem das Zelt hier. Das brennt gar nicht so schnell. Jetzt aber. So, Riesenrad. Muss der eine Typ da nicht die ganze Zeit mehr zuschauen. So, dann da sitze ich hier, schau dein Ding dazu. Der hat echt ein furchtbares Leben, würde ich sagen. Ich glaube, hier sind so ein, zwei Panzer. Weltraum, Baby! Hilfe! Ah! Kann ich Panzer mitnehmen? Ich kann sie durch die Gegend tragen. Okay. So. Kommen Sie mal mit. Zack. Ah, okay, so soll ich Gebäude zerstören mit dem Entführungsstrahl. Sag das doch. Menschen gegen Gebäude werfen ist meist nicht so effektiv. Was hat er gesagt? Nicht schon wieder? Okay. Zack. Easy. Alles zerstört. Kein Jahr mehr. So schnell kann es gehen. Mission erfolgreich. Okay. Ach, ich hätte mich auch als Bürgermeister ausgeben können, um die Miss Rockwell zu begleiten. Okay. Steht wahrscheinlich auch manchmal auch links dran, ne, was irgendwie machen soll. Ich saß da auf Rockwell Jahrmarkt. Jahrmarkt liegt nach überraschenden Sturm in Trümmern. Schön umgeschrieben. War ein überraschender Sturm. Blitz und Donner und Gewitter. Naja. Habe ich auch so gesehen. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig Persönlicheres? Ich weiß nicht. Sag mir mal, was ich so kann. Kannst ja hier... Gehirnextrakt wird auf andere Menschen übertragen, wenn ein Kopf explodiert. Ah, okay. Psychokinese, Cortex-Scan. Verlängert den Wirkzeitraum von Holobob, wenn du einen neuen Gedanken scannst. Vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Alles andere kann ich mir natürlich wieder nicht leisten. Aber haben wir was für später. So, dann neue Mission. Citizens Crypto. Nehmen wir. Der Bürger Crypto. Sag ich doch. Der wird unser Bürgermeister hier. So oder anders wird es passieren. Ja. Bin ich? Ja, dann halt nicht.
Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Ich habe einen schwarzen Bildschirm, einen schwarzen Ladebildschirm, ja, ja. Hm. Mit Speichern. Speichert den Ladebildschirm. Wichtig. Krypto, diese Wiederkäuer scheinen von den Menschen genetisch verändert worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Du musst diese seltsame mutierte Spezies untersuchen. Ja, machen wir es mal. Gehirne! Okay. Gehirne? Gesundes grünes Leuchten? Diese Narren! Sie haben die armen Viecher genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt! Führe ihnen vor Augen, wie närrisch ihre verrückte Wissenschaft doch ist! Zerstöre radioaktive Behälter, töte Wissenschaftler, töte einen Wissenschaftler mit einer explodierenden Kuh. Okay, ja, kriegen wir hin. Haben wir ihn gekriegt. Hat funktioniert. Ja. Ups. So. Wir müssen auch noch mehr radioaktive... Ja, okay. Eins immer nicht mehr. Hätte mich jetzt hier auch tarnen können. Aber nein. Ups. Mir explodieren bringen, geht auch, okay. Geht also auch nicht so. Geht halt nicht. Geh mal weg da. Mist, meine Waffe ist leer. Jetzt. Okay. Ich fühle mich so. Du fühlst dich wie? Lass mich. Der Schade. Ey. Hier, du vergisst mich jetzt mal ganz kurz. Dann übernehme ich dich einfach. Doch, keiner hat mich gesehen. Oder wird auch. Hallo Lady. Kann ich Ihnen helfen? Warum laufen Sie denn weg? Was denkst das du so? Das meinte Elliot also mit einem Leben in stummer Verzweiflung. Danke, du englischer Mistkerl. Mhm. Nettes Gehirn, ich nehme das mal. Ah, mein Kopf! Mein Kopf! Ja. Was ist mit deinem Kopf? Hier kein Kopf. Da kann doch nichts mit sein. Haltet ja nur. Euch fest, Jungs. Gleich bin ich unten ohne. Bad. Sie ist gleich unten ohne. Ich würde eher sagen, sie ist jetzt oben ohne. Aber gut, das ist halt Ansichtssache, ne? Guten Tag. Nein, nein, das kann so nicht stimmen. Alpha kommt rüber, Theta wird rausgekürzt, dann die Wurzel von Omega. Verdammt! Ich hätte diese Partikelphysik-Vorlesungen in Leipzig nicht abwählen sollen. Gute Arbeit, Crypto. Ich mag das Spiel. Space Invaders, rennt um euer Leben. Space Invaders. So, hier so aus, als kommen jetzt hier kleine 10.000 Raumschiffchen? Nein. Bürgermeister beruft Stadtversammlung ein. Will endlich aufklären, was vor sich geht. Nur autorisierte Personen können den Sperrzoom betreten. Ein roter Balken am oberen Bildschirmrand weist darauf hin, dass du eine Sperrzone betrittst, die auch als rote Zone auf der Minimap angezeigt wird. Mit der richtigen Tarnung kannst du Sperrzonen auch nach Belieben betreten. Der Anzeigebalken wird grün werden. Eine Sperrzone ohne passende Tarnung zu betreten, wird ihr Menschen in Alarm versetzen oder gar die Mission zum Fehlschlag machen. Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens. Die Stadthalle? Um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Eine abgesperrte Zone. Wie niedlich. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holobob-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen. Okay. Ich habe ja rein zufällig schon so eine
Aber gut. Weitermachen, Männers. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Ich mag Kekse. Wo offensichtlich. Das sind so meine Gedanken, wenn Elke mich Krypto, kennt und so. Die Versammlung läuft bereits. Aber okay. Bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Polizei! Polizei! Oh, Shoyo, Shoyo. Jetzt wissen die Menschen, dass du unter. Das war jetzt eine andere Sperrzone. Okay. Ich dachte, es zählt alles das Gleiche und das Militär darf auch dahin. Nein, okay, kann dann halt nicht. Gut. Krypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Ein Hypnoblast. Okay. Was zwinge ein mit markiert das Wesen dazu? Kurz Moment, okay. Ich bin zu weit weg, ha? Das ist ja blöd. Also das meinen Sie mit im Heu rumtollen? Schien mir jetzt nichts Besonderes zu sein. Soll ich generell noch so ein paar markieren? Oh, nett. Kann man mal machen. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? In diesen schicken, schicken Schuhen. In diesen schicken, schicken Schuhen. Nicht auffällig, wenn ihr ein Polizist einfach runterfällt, ne? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wenn Bobby Junior noch einmal nach dem Bike fragt, dann schwöre ich, bei Gott werde ich ihn erwürgen. Okay. Ich mag meine... Nein, Krypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff wieso? Mit dir. Wieso wissen die das denn jetzt? Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Krypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Warum hat Billy Ray nur Augen für Joe und interessiert sich nicht für mich? Wirklich. Außerirdische im Maisfeld? Ich hätte doch lieber ein Baseballfeld bauen. Muss weiter lächeln. Oh. Nur noch 3 Blocks nach Hause und zum Frauengold. Wo ist der Polizeichef? Er wurde eingeteilt, mich zu beschützen. Du musst jetzt da ablenken, ne? Jo. Wir machen den hier. Zeit für die Bühne. Hals und Beinbruch, Bürgermeister. War jetzt vielleicht nicht ganz perfekt, aber hat funktioniert. Sag den Menschen, alles sei normal. Kein seltsames Zeug. Oder besser, nur das normale, seltsame Zeug wie jeden Tag. Der okay. Erfolg unserer Mission hängt davon ab. Aber jetzt Beeilung, Krypto. Ja, ich mach ja schon. Jede einzelne von den verdammten Kühen und dann sah es so aus, als hätte es den armen Viechern so ein Gerät in den... Und nach all dem habe ich nicht mal Miss Rockwell kennenlernen können. Die stolzierte einfach vorbei und trug sie richtig hoch, ihre... Feldfrüchte in Kreise gelegt, wie riesige Traktorreifen. Da geht unser Erspartes hin, habe ich meinem Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Unsere Darlene muss wohl noch ein Jahr mit diesem Überbiss rumlaufen und... Grüße, meine ebenfalls menschlichen Agrarökonomen. Hier geht nichts Besonderes vor sich. Alles ist normal. Macht mit eurem erbärmlichen menschlichen Alltag weiter. Vielen Dank. Da brat mir doch einer einen Storch. Herr Bürgermeister, ich wohne schon mein ganzes Leben in dieser Stadt. Und ich habe 2-mal bei der letzten Wahl für Sie gestimmt. Also, da steht mir doch wohl eine Antwort zu. Wenn hier nichts Besonderes vor sich geht, warum leuchten dann all meine Kühe wie Glühwürmchen? Wie erklären Sie sich das, Milchgesicht? Leugne die Beteiligung von Außerirdischen, sagt die Wahrheit, gibt Unwissenheit vor.
Behauptet, das Leuchten sei normal. Was? Oh, das ist nur ein gesundes Strahlen von innen heraus. Kommt vom Wiederkäuen des frischen grünen Grases hier in Rockwell. Kaue ich auch die ganze Zeit. Ich habe jetzt gerade welches zwischen den Zähnen. Ist besser als Kautabak. Ich finde die Menschen toll. Okay. Der Kommunismus ist da anschuldig. Sie wollen wissen, was hier in letzter Zeit vor sich geht? Ich sage Ihnen, was hier vor sich geht. Kommunismus! Ist das, was Amerikaner hören wollen? Wir müssen eine Lösung für die Lage finden. Wir sind patriotisch. Ich weiß ja nicht, wie es mit Ihnen steht, aber ich werde das Land, für das unsere Vorväter gekämpft haben und gestorben sind, nicht unter dem Stiefel der roten Bedrohung zertrampeln sehen. Nicht mit mir! Die Bürger brauchen einen Anführer, bedrohe Kommunisten. Spricht den Wissenschaftlerwert ab. Glaube die menschliche Bevölkerung. Spricht den Wissenschaftlerwert ab. Aber vor allem müsst ihr immer daran denken, dass, ganz egal, was die Wissenschaftler sagen, das Universum in weniger als einer Woche erschaffen wurde und ungefähr 6000 Jahre alt ist. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ja. Moment mal eine Sekunde. Wie um alles in der Welt erklärt das denn die Zerstörung beim Jahrmarkt? Typ ist auf Pech. Diese Katastrophe kam durch ein tragisches Zusammentreffen von einem Sommergewitter und mit herüberkopierten Zelten zustande. Bei der Aussage bleibe ich. Oh, das fanden sie nicht so toll. Hätte ich mal leere Versprechungen gemacht. Oh. Nicht so schnell. Wie kann es sein, dass in Santa Modesta keiner so etwas gesehen hat? Weil keiner da war. Das liegt an den Kühen. Wir furzen Methan und Methan ist entflammbar. Wir haben mehr Kühe als Santa Modesta. Rechnet es euch selbst aus. Es ergibt keinen Sinn. Aber ja. Okay. Wie ihr also seht, gibt es nichts, worüber sich eure Menschenhirne sorgen müssten. Der Bürgermeister hat recht. Das war nur eine Reihe von durchaus verdächtigen, aber mit Leichtigkeit logisch zu erklärenden Zufällen. Ja, das stimmt. Applaus! Applaudiert mir! Ihr Lutscher. Gute Nacht und habt ein schönes Morgen. Okay. Was für Versager. Nichts als Matsch in der Birne. Die Invasion wird ein Kinderspiel. Crypto, hast du gehört, was dieser Mensch während deiner Rede gesagt hat? Hab ich wohl verpasst. Ich musste mich im Applaus sonnen. Konzentrier dich! Es gibt in der Nähe ein weiteres Menschennest. Santa Modesta hat er es genannt. Du musst seinen Standort ermitteln und dich dorthin begeben. Dort können wir noch mehr Menschen unter unsere Kontrolle bringen. Aber erstmal müssen wir das hier doch ausrotten wollen. Nein? Vielleicht? Ich weiß ja auch nicht. Mission erfolgreich. Das ist die Hauptsache. Oh, guck mal. 100% Missionsfortschritt. Das ist ja toll. Bürgermeister erklärt Stadt für sicher. Die explodierenden Kühe seien unter Kontrolle, sagt Stadtsprecher. Okay. Läuft. Nicht davon, aber läuft. Komm nur näher. So. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. Was haben wir denn? Die Elektrizität springt auf mehrere weitere Ziele über. Klingt nicht verkehrt, klingt wichtig. So. Mehr machen wir auch immer nicht. Können wir gleich die nächste Mission machen, Alien Pool Party. Aber das und mehr erst in der nächsten Folge von Destroy All Humans. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.